Sehr geehrter Landrat, liebe Gäste aus Korea. 예, 존경하는 군수님, 그리고 한국에서 오신 사절단 여러분. Ich freue mich über unser heutiges Zusammentreffen hier und den internationalen Austausch mit Ihnen. Und Sie haben sich bestes Wetter ausgesucht. Sie haben einen wunderbaren Blick aus der 22. Etage auf meine wunderschöne Heimatstadt Essen. 예, 먼저 이렇게 사절단 여러분께서 저희 SNC를 방문해 주셔서 감사드립니다. 그리고 또한 좋은 날씨에 이렇게 와주셔서 오히려 즐겁고요. 또 저희 여기 22층은 특별한 좋은 전망을 할 수 있는 장소인데 이곳을 저희 영접하는 자리로 골랐습니다. Jetzt sind weit gereist, 9000 Kilometer haben Sie auf sich genommen. Deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich hier in Essen. Und Sie haben vor Ihrer Reise signalisiert, dass Sie sich für die Themen Green City und Smart City interessieren. 네, 먼저 900km를 이렇게 비행기를 타고 먼 길을 와주셔서 더욱더 반갑고 환영하고요. 무엇보다 Green City, Smart City 저희 SNC를 알고 싶다는 취지에서 더욱더 반갑게 여기고 있습니다. Und darauf möchte ich natürlich in der kurzen Vorstellung meiner Heimatstadt Essen Bezug nehmen. Denn mit großer Wirtschaftskraft gehört die Stadt Essen zu den wichtigsten Unternehmensstandorten in Deutschland. 네, 저의 고향이기도 한 SNC는 이런 그린시티이기도 하지만 무엇보다 산업이 발전한 경제 중심지의 하나입니다. Ja, aufgrund der zentralen Lage und mit seiner leistungsorientierten Mentalität ist die Stadt Essen das Herz einer Region, die von Wandlungsfähigkeit, aber auch von großen strukturellen Herausforderungen gekennzeichnet ist. 네, SNC는 또한 중심적인 지리적인 위치로도 중요하지만 경제 성장에 있어서 변화 또 산업 구조의 변화를 혁신적으로 이끈 도시로도 유명합니다. Wir nennen den Wandel von grün zu grau zu grün. Das bedeutet, die Stadt Essen war vor der Industrialisierung eine grüne Kleinstadt mit Landwirtschaft und einem jahrhundertealten Kloster. 네, 그리고 또한 아시겠지만 그린에서 그레이로 또 그레이에서 그린으로인데요. 즉 산업화 전에는 저희는 그린 도시였는데 산업화를 하면서 회색빛을 띄우게 됐고요. 사실 산업화 전에는 농업이 주요 산업이었고 또 수백 개의 많은 수도원으로도 유명합니다. Ja, mit Beginn des industriellen Untertageabbaus von Steinkohle, der Koksproduktion sowie der Stahlerzeugung und Verarbeitung wurde Essen zu einer der wichtigsten Zentren der Montanindustrie in Deutschland und Europa. 네, 또한 아시겠지만 에센은 지하자원이 풍부하기 때문에 또 석탄 채굴량이 높아서 geschafft und haben es auch als Chance zum Wandel begriffen und sind deswegen auch 2017 grüne Hauptstadt Europas geworden. 네, 또한 석탄 산업이 그러나 줄어들면서 산업 구조 조정기를 거쳤는데 저희는 이것을 위기가 아니라 오히려 변화할 수 있는 기회로 여겼고 저희가 2017년도에는 유럽의 그린 시티, 그린 캐피탈 시티로 지정되기도 했습니다. Ja, und somit ist uns der Wandel von grün zu grau zu grün gelungen und auch mit der Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2010 und auch die grüne Hauptstadt 2017 haben wir in Essen Menschen aus aller Welt zeigen können, welche Kraft ein Strukturwandel generieren kann. Und der Wandel ist Energie für unseren Wirtschaftsstandort und für die Gestaltung des Lebensraums der Stadt, in dem die Menschen gerne leben, wohnen und auch gerne arbeiten. Nee. 말씀드렸던 그린에서 그레이로 또 그레이에서 다시 그린으로의 이런 변화가 쉽지는 않았습니다만 저에게 2017년도에 유럽의 그린 수도로서의 지정은 더욱더 변화를 그리고 산업 구조 조성을 할 수 있는 힘 그리고 이것이 보여줄 수 있는 변화의 에너지를 주었고 그 에너지를 통해서 SNC에 살고 있는 사람들은 물론 양질의 일자리도 중요하지만 라이프스타일 그리고 기꺼이 즐겁게 살고 싶은 도시로 변화하는 데 있어서 성공적인 팔도듬을 할 수 있었습니다. Aber die beiden Auszeichnungen der EU sind natürlich auch ein Auftrag für uns und nehmen uns auch in die Pflicht, nämlich konsequent weiter nach vorne zu schauen und in die Zukunft zu investieren und auch ein Vorbild für andere zu sein. 유럽연합으로부터 이렇게 두 번이나 그린시티로서 지정이 된 것은 우리에게 더욱 이 산업 분야에 더 많은 투자를 할 수 있는 동력을 주었습니다. Denn der Titel oder die Titel, die wir haben, sind keine Lorbeeren, auf denen man sich ausruhen kann,
sondern sind auch ein Ansporn und eine Verpflichtung, den städtischen Umweltschutz zu verbessern. Und deswegen hat die Stadt Essen auch mit der Gründung der Grünen Hauptstadtagentur weiter die Verpflichtung, die die Grüne Hauptstadt Europas uns auferlegt hat, weiter nach vorne geblickt. 또한 저희가 유럽연합에서 이렇게 두 번이나 받은 그린시티의 타이틀이 월계관이고 그렇기 때문에 그 월계관을 쓰고 그냥 승리에 도취되어 있는 것만이 결코 좋지 않을 것이라고 생각하고 저희는 이것을 앞으로의 더 많은 개선을 위한 도약자로 생각하고 있습니다. 또한 에스는 그린시티 에이전시를 통해서 이런 그린 부분을 앞으로 더 향상시켜 나갈 계획들을 갖고 있습니다. Die Grüne Hauptstadtagentur ist Knotenpunkt und auch Antreiber für die weitere Entwicklung der Stadt Essen zu einer umweltfreundlichen Kommune. Und als Bürgermeisterin hat für mich eine gute und zugleich zukunftsfähige Entwicklung meiner Heimatstadt natürlich auch große Priorität. Und Stadtentwicklungspotenziale, die ein ganzes Quartier verändern, wie Essen 51 oder die Renaturierung eines 80 Kilometer langen Flusses, der viele Städte durchläuft und Stadtgrenzen überschreitet, stoßen auch weiter weltweit auf reges Interesse. Und das zeigt auch Ihr heutiger Besuch, über den ich mich sehr freue. 또한 에스는 말씀드린 것처럼 저의 고향이기도 한데요. 이 친환경적인 발전을 앞으로도 계속해 나갈 계획입니다. 또한 친환경적인 발전이야말로 미래의 비전을 줄 수 있는 성장 동력이라는 것을 확신하고 있고요. 이것이 저희 SNC가 구현하고자 하는 우선순위입니다. 또한 SNC에는 50 또는 81km 이상에 따르는 강들이 흐르고 있는데요. 이 강을 주변으로 해서도 이런 그린 프로젝트들이 있고 저희는 세계에 이것을 보여드리고자 합니다. Ja, die Smart City Entwicklungen helfen uns zum Beispiel auch unter anderem bei dem ganz großen Thema der Resilienz unserer Städte. Und in Essen realisieren wir zusammen mit Partnerinnen und Partnern zukunftsweisende Konzepte für Wohnraum, für die Smart City und die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze, deren Fokus auf wissensbasierter Industrie, Dienstleistungen und Gewerbe liegen wird. 또한 스마트 시티로서의 이것은 아주 큰 주제인데요. SNC는 이 스마트 시티를 중심으로 해서 미래의 성장 동력 그리고 미래에도 지속 가능한 여러 프로젝트들을 하고 있는데 그 중에 하나가 예를 들면 미래 그린이라는 모토 하에 만들어지는 주거 지역을 설립하는 것 그리고 양질의 일자리를 만드는 것도 이 모든 것들을 우리가 가지고 있는 지식 기반 또한 고도의 기술 기반으로 스마트하게 만들어 나가는 것입니다. Wichtig ist auch, dass wir durch die hohe Dichte an namhaften Unternehmen aus der Energiewirtschaft Deutschland und europaweit eine führende Position im Energiesektor einnehmen. Und als Energiehauptstadt Europas beheimatet Essen Top-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die ein komplettes Wasserstoffökosystem abbilden. Denn Wasserstoff ist der Treibstoff für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. 또한 에센은 에너지의 도시로도 유명합니다. 많은 에너지 관련 기업들이 밀집되어 있는 곳이 저희 지역이고요. 그런 의미에서 에너지 부분의 리더십을 저희 도시가 가지고 있습니다. 또한 여러 가지 탑 수준의 기업뿐만 아니라 R&D 센터들이 많이 집중되어 있고 또 하이드로전 수소 관련해서 많은 에코시스템을 구축하고 있습니다. 아시겠지만 수소야말로 미래 친환경적인 미래 에너지입니다. Ja, und wir als Stadt nehmen auch eine Vorreiterrolle ein, was die Entwicklung der sauberen und nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft angeht. Denn hier arbeiten Stadt, Unternehmen und Forschung Hand in Hand an der Wasserstoffzukunft. 또한 저희는 청정 에너지인 수소를 앞으로 더 개발하기 위해서 민관이 합동하여 프로젝트를 수행하고 있습니다. Ja, in Verbindung mit einer Vielzahl von Universitäten und Forschungseinrichtungen im Ruhrgebiet sind das ideale Bedingungen, um das Wasserstoffzeitalter Wirklichkeit werden zu lassen. Und unser Ziel ist es, in den nächsten Jahrzehnten für die Technik der Wasserstofferzeugung und Transformation zu den Top-Standorten zu gehören. 또한 많은 다수의 대학들이 포진해 있고 저희 루르 지역에는 R&D, 연구개발 기관들이 많이 밀집해 있습니다. 그렇기 때문에 이제는 수소가 일상의 에너지원으로 구현되는 날을 저희가 이런 산학협동을 통해서도 구현하고자 합니다. Und wir wollen das Label Wasserstoff made in Essen in die Welt hinaustragen und wir sind jetzt und weit in die Zukunft hinaus Antreiber und Innovationsstandort der Energiewende und des Umweltschutzes. Und verehrte Gäste, das war wirklich nur ein kleiner Überblick über die sehr große Stadt Essen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zumindest einen kleinen Eindruck von meiner Heimatstadt vermitteln.
Und ich hoffe, ich meine, hier stehen ja kompetente Ansprechpartner auch zur Verfügung, dass Sie noch viel mehr über meine Heimatstadt erfahren. Und genießen Sie jetzt nochmal den Blick aus der 22. Etage, diese wunderschöne Stadt. Und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihren Besuch. 예, 또한 저희는 이제 슬로건 레이블로 세웠던 Hydrogen Made in SN이라는 이 슬로건을 가지고 미래를 바라보고자 합니다. 더욱더 많은 혁신이 수소 에너지에서 나올 것을 확신하고 있고 SN은 큰 도시입니다. 그런데 이 큰 도시를 이 몇 분 만에 제가 설명하는 것은 어려운데요. 그럼에도 불구하고 제가 SN에 대한 그 저희가 중요하게 생각하고 첫 번째로 생각한 우선순위에 대해서 몇 가지 인상을 드렸기를 바라고 남아있는 시간 동안 좋은 즐거운 시간 보내시기를 바라겠습니다. Zum Schluss möchte ich noch eins sagen und noch einmal ganz kurz auf die Beziehung der koreanischen Migrantinnen und Migranten in Essen ansprechen, denn wir sehen uns morgen Nachmittag schon wieder zum 60-jährigen Jubiläum des koreanischen Bundesverbandes, der BRD hier in Essen, und da freue ich mich darauf, dass wir uns wiedersehen, denn ab den 60er Jahren kamen 123 angeworbene koreanische Bergarbeiter und auch 128 koreanische Krankenschwestern nach Nordrhein-Westfalen und manche siedelten sich hier direkt in Essen an und die Bergarbeiter waren gut qualifiziert und leisteten im Steinkohlebergbau Schwerstarbeit und die koreanischen Krankenschwestern waren schnell hier integriert und ihre Arbeitsverträge wurden gerne verlängert oder entfristet und das ist schon nun über 60 Jahre her und die Menschen aus Korea sind geblieben und inzwischen gibt es eine zweite Generation mit koreanischen Wurzeln, die hier leben und dieses 60-jährige Jubiläum, was wir zusammen begehen werden, ist ein eindeutiges Merkmal für gelungene Integration und es ist auch ein Prädikat für die aufnehmende Essener Stadtgesellschaft und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns morgen zu dieser Feier noch einmal wiedersehen und jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 예, 또한 제 인사 말씀을 마치기 전에 60년대에 한국에서 오신 이주민들, 특히 간호사와 광부로서 오셨던 한국 교민들 벌써 60주년을 맞이했습니다. 이 파독 행사가 내일도 있는데 여기에서 다시 반갑게 사절단 분들과 군수님 만나뵙기를 바라겠고요. 초기에 60년대에 120여 분의 또 간호사 광부분들이 각각 저희 SN으로 바로 이주를 해오셔서 사셨는데 굉장히 열심히 일해 주셨고 성실 근면성을 높게 평가받고 있고 특히 간호사분들 여성분들은 이 SN 그리고 독일의 낯선 땅이었는데도 아주 잘 적응을 하셨습니다. 그리고 저희가 이 한국분들이 떠나지 않고 계속 여기서 사셨다는 것은 저희의 통합 인테그레이션이 정말 성공적으로 됐다는 증거로서 보이기 때문에 내일도 즐겁게 만나뵙기를 바라겠고 또 저희가 기쁘게 생각하는 것은 그 2세분들이 또 여기에 정착해서 잘 살고 계십니다. 감사합니다.